Jo. Da sind wir wieder. Auf zu Lilith. Bin schon da. Maya hat mir 2 Wochen Stubenmarkt. Hey Killer. Was? Danke, dass du Tennis gerettet hast. Offenbar kann ich immer auf dich zählen, was auch passiert. Ich wollte es dir sagen, aber heutzutage hat man als Sirene eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wir sollten uns um die gegenwärtige Situation kümmern. Auch wenn der Kammerjäger den Spendenaufruf der Kalypsis verhindert hat, haben sie bereits enorme Mengen an Iridium gesammelt. Sie werden es für etwas benutzen. Vielleicht zum Öffnen der großen Kammer. Warte, soll das heißen, die große Kammer gibt es wirklich? Ja, ich bin ganz beim Kammerjäger. Was? Ich beziehe mich lediglich auf die vorliegenden Beweise. Lilith, wenn es die große Kammer gibt, muss im Inneren eine sehr mächtige Kreatur sein. Die Kalypsos sind bereits Monster. Ich will nicht erleben, was geschieht, wenn sie diese Art von Macht stehlen. Als sie mich gefangen nahmen, brachten sie mich in eine Festung, in der sie ihre Iridiumspenden sammeln. Was immer ihr Plan auch beinhaltet, es wird dort passieren. Dann wird das unser Ziel, Killer. Begib dich zu Rolands Grab und sag Warn, er soll die Raiders zusammentrommeln. Wir bringen das jetzt zu Ende. Blutfähne! Okay. Dann große Mengen Iridium gesammelt? Warum haben die auch einen Fluminesa oder was? Ich weiß nicht, was die da machen. Ja, wir kriegen was von dem Iridium ab. Ja, eben. Devil's Razor. Da gibt's viel Iridium, wenn wir erstmal die iridianische Schrift lesen können. Lass mal abernten fahren. Ja, lern das mal. Ja, dauert nicht mehr so lange. Ach du Jemini. Und halt. Was sind denn die hier? Wer hat das im Forster zur Begrüßung hier? Achso, wir werden, werden angegriffen, ne? Jo. Mittelmäßig. Mal ran. Oh, Scheiße. Das war der falsche. Ja, das hab ich ja noch. Ja, noch runtergefallen hier. Ja, ich auch. Aber jetzt auch noch einer. In die Autowerkstatt. Oh. Kommst du wieder raus? Aha. Und jetzt wird die Scheiße hier aufgesammelt. Ja, eklig. Oh. Iridium, scheiße, ja! Geh hin und vernichte, mein Gladiator! Dein zukünftiger Gott befiehlt es! Was zur Hölle? Es ist ein Leuchtender! Achtung! Oh, da kann ich teleportieren. Oh. Was ist er denn? Hier oben. Teleportiere ich auch mal ein bisschen. Da ist er noch, oder was? Nein, ein Beuteting. Der fliegt. Weg ist er. Wo denn? Wo denn? Der ist sonst wohin der ist 20 Milliarden Kilometer hier durch die Gegend geflogen. Ich laufe ihm hinterher. Wer denn? Hä? Macht er denn da schon wieder? Halt. Ich hab einen Beutetink, aber ich sehe nur noch am Horizont ganz weit. Ja, ja. Ach, so, Scheiße. Hinterher. Ja, ich hab ihn verloren, ich weiß nicht, wo er ist. Oh, ich habe mit der Schrote auf den geschossen, dann ist er abgehoben und 80 Kilometer durch die Luft geflogen. Keine Ahnung. Und anscheinend hat er sich in Luft aufgelöst, vergesst es, ich komme zurück. Schlecht ist die SMG nicht hier, die ich gekauft habe. Ist ganz gut. Hm.
verteidige Rolands Grab. Was ging mit was Gags? Oder was? Guck mal, keiner mehr. Das kann er mehr. Vielleicht müssen wir alle wieder hier sein? Wenn seine wir zu weit weg sind, für die ganzen Skeks jetzt hier angelegt. Okay, das war gruselig! Ja, jetzt haben wir's. Rolands Grab ist sicher. Wird auch Zeit, dass wir mal gewinnen. Hey, ich hab gehört, dass wir einen Angriff auf die Festung der Kalypso starten. Endlich! Ich bin dabei, Bro! Ich hab die Schnauze voll davon, nur ein Spielball der Kalypsos zu sein. Blutfeder! Hört mich an, Bros und Brosinen. Das ist unser Moment. Wir werden die Tore der Kalypso stürmen und diesen Posern zeigen, was passiert, wenn man sich mit diesen Crimson Raiders anlegt. Crimson Raiders, in die Bruchstelle! Greift die KDK-Verteidigung an. Zur Kathedrale! Vorwärts, meine Crimson-Armee! Ich glaube, das ist, wo diese Geschütztürme stehen, die dich alle abgeknallt haben. Einmal aus dem Fahren? Ja. Weißt du, gleich um die Ecke oder so. Ihr greift uns an. Echt jetzt? Fresst Geschütze, ihr Arschwaffeln! Ah, Kacke. Arschwaffeln. Ich hab mich schon gefragt, wo die hin sind. Bis später, Crimson-Verräter. Rückzug zu Rolands Grab! Rückzug! Zurück? Staub mit dir. Sieht so aus. Ja. Das ist irgendwas holen, glaube ich. Ich kann den Beutetink immer noch nicht vergessen. Er sitzt wahrscheinlich noch da in der Ecke mit seiner fetten Tasche. Ich kann sie gleich per Phasenverschiebung ausschalten, aber dafür brauche ich meinen Iridium-Verstärker. Er ist in einem Geheimlabor unter einer alten Dahlmine in der Nähe. Wong zeigt dir den Weg. Natürlich. Wong zeigt dir den Weg. Wo ist denn Wong? Luminesa kennt den Weg. Du weißt schon. Gut, dass du ihn ausgeschaltet hast. Okay, das ist scheiße gelaufen. Aber solange du überlebt hast, haben wir noch Hoffnung, Bro. Also, das ist ein bisschen komisch. Ein Geist in meinem Kopf hat mir gesagt, du bräuchtest Hilfe dabei, in die alte Dahlmine zu gelangen. Ich helfe dir. Eine Sekunde. Cardio leben! Was ist denn mit ihm wieder los? Fett? Läuft er vor, oder was? Fast geschafft! Ich weiß nicht, was er macht. Auf jeden Fall läuft er. Das ist eine Unterhose hier. Zur Mine geht's da lang. Ob es die Frisur sitzt? Ja. Bitte sehr. Gute Jagd. Mein Geheimlabor wartet. Geh jetzt dorthin. Schacht? Rein in Konrads Schacht? Jo. Kann mir aber Schöneres vorstellen. Was ist denn jetzt mit meinem Tink? Geht's nicht, weil ich im Fahrzeug sitze, wa? Glaub schon. Du bist letztlich die Tür nicht drücken. Ich glaub, da wird nicht gefahren. Nee. Konrads Schacht. Kräfte zum ersten Mal manifestierten, wusste ich, dass ich einen geheimen Bereich bräuchte, in dem ich mit ihnen experimentieren könnte. Einen auf Iridium basierenden Verstärker für jeden sichtbar zu benutzen, würde unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Diese verlassene Dahlmine war das perfekte Versteck.
Der Weg ist versperrt, Tennis. Bezeichnen, ja. Na, da kommst du nicht rein. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, die Hufe zu schwingen. Hast du Hufe? Die meisten Leute sind ehrlich gesagt nur eine sinnlose Ansammlung von Formen und Farben für mich. Als meine Kräfte zum ersten Mal erwachten, war es, als würde die Elektrizität einer ganzen Stadt durch meinen Körper strömen. Ich legte meine Hand auf eine Waschmaschine, um mich festzuhalten, und sie ist direkt explodiert. Wochen später haben wir noch einzelne Socken gefunden. Mir war klar, dass ich diese neuen Kräfte nicht kontrollieren konnte, also musste ich einen Ort finden, wo ich niemandem Schaden zufügen würde. Wenn es Iridium... Folge einfach weiter der Spur, Kammerjäger! Ups. Kann's genau sehen. Rick, brauchen wir wirklich 50 Schockkristalle? Na, man kriegt ja immer gleich mehrere. Das geht schon. Was machst du überhaupt da drüben? Ich führe Selbstgespräche. So wie immer. Such einfach weiter. Ob das nicht der richtige Weg hier, oder? Hast du recht. Weil ich eine Mission euch gerade angenommen, ich weiß nicht was. Ist das auch hier? Auch Kurven auf. Selbst den Hof haben wir noch nicht gemacht. Total Energie geladen! Die ganze Zeit hält das Schild da hinten, ja. Ja, komm. Also andere Richtung, ne? Jo. Erstmal ja. Das volle Programm. So, richtig. Zwei Clapjobs, eine legendäre Jagd. Oh, okay. Das Depot. Wenn wir vielleicht doch erst in den Tunnel da gehen sollen. Ich bin unaufhaltsam! Du bist sauber von tot! Lass mir hart bleiben aus ihnen! Schön alles hier looten. Jo. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen können. Ist hier eine Hexe? Das ist eine Hexe. Hexe ist weg. Mann, Teufel. Wieder war eine Atlasforscherin. Alle in ihrem Team waren tot, aber das hielt sie nicht auf. Sie brauchte einen Einheimischen, der ihr die eridianischen Mann, das oben. Ach, hier. Und ich half nur zu gern. Vielleicht an der Kante, da steht's einfach. Vor allem schwitzte sie nicht so stark. Und sie konnte ein wenig eridianisch lesen. Nicht viel, aber... Dieser Weg ist auch blockiert. Ich schätze, es ist meine Aufgabe, dir den Weg zu weisen. Du musst eine Möglichkeit finden, diese Transporttore zu öffnen. Mach euch den Iridium-Klumpen klein, ja. Warum nicht? Boss. Macht uns mal die Tore auf. Wie denn? Knopf drücken hier. Geht nicht. Nein. Was denn? Wo denn? Tore aufbrechen, aber. Ach so. Irgendwas. Was richtig da rum. Tore schießen von hinten.
dagegen schießen und dann explodiert das und fährt dagegen. Okay. Musst du machen? Ah, jetzt sehe ich es. Ja, ja, alles klar. Erfolg! Ah, diese Fernsteuerungskiste macht echt Spaß. Oh, stimmt. Lilith lobt dich immer, oder? Sekunde. Gut gemacht. Ja, das genügt vollkommen. Gezeiten shoppen. Wartet mal, hier ist ja noch so viel. Ich soll wieder irgendwie was übersehen, oder? Oh, können wir da nochmal. Dass wir noch wieder nach einer Stunde lang was suchen? Ja. Eigentlich. Was ist hier los? Ich weiß auch nicht, macht schon mit der Action da oben hin, ne? Ich spüre die Kraft. Ja, verdammt. Zermitscht. Oh, die Karte ist runter alles, ne? Was du da frei hast oder was meinst du? Ja, gerade ist drunter alles. Ja. Hab ich dann auch erst gesehen. Da werden wir ja wohl nochmal langkommen. Ich hoffe doch. Ah, neue Waffen in Blau aufgesammelt. Mal gucken, ob die was taugen hier. Uns alles angeguckt. Verdammt. Hi von De Leon. Kann man aber irgendwo drauf. Da hinten. Oh, jetzt schon wieder. Man kann nicht ganz drauf irgendwie. Aber, naja. Die halbverfallenen Überreste der Mine meines Ex-Arbeitgebers machen mich nostalgisch. Ah, die gute alte Zeit, als ich eine ehrgeizige Forscherin war. Angetrieben allein durch grenzenlose Kreativität und nicht eingeschränkt durch archaische Konzepte wie Ethik. Solche Kraft! Ha! Und weg bist du! Right here, right now. Bisschen Iridium besorgt? Ja, gesehen, sehr gut. Wirklich löblich? Sind nicht nur dir an deine Taschen voll Stoff, sondern an uns denkst? Mhm. So bin ich. Und was krieg ich dafür? Was Goldenes? Nee. Ja. Das wird sich gleich hier selber in die Tasche gestopft. Es pulsiert in meinen Adern. Jetzt sind wir schon wieder angelacht. Ich halte den mit dir nicht so. Mit S-Fanatiker. Da kommen ganz schön viele, ey. Hallo?
aus dem Claptrap. Claptrap im Raum. Ganz viele Pistolen, wenn wer Interesse hat. Wollt nicht alle auf einmal. Einige Gegner. Die Pistolen ist ganz sauber behalten haben. Ne? Außer es wäre jetzt Gülden. Das haben wir fast gedacht. Dann könntest du mal was sagen. So, was ist denn das hier für ein nettes Etablissement? Wo denn? Na hier so. Oh, das ist die Mine wohl. Ja, aber hübsch. Warum? Können wir einziehen? Ja. Oh, stimmt. Netten Kronleuchter oben. So ätzend. Ja, so ein Tink. Oben ist noch einer irgendwo. Ist ja auch schon wieder ausgelotet hier. Ja. Mal weiter. Jo, wo war da jetzt? Will zwar keep out, aber ich denke mal, wir ignorieren das ganz gepflegt und fahren hoch. Ja, wir fahren nochmal ein Stück. Zählt ja nicht für uns, ne? Nein, wir dürfen hier rein. Der blonde Kobold! Da hat ein Dien vor hier rum. Wollten mich töten. Überquere die Hochbrücke. Wir müssen meinen Iridium-Verstärker finden, um eine Chance gegen diese Geschütze zu haben. Hallo, ich verprügle euch gleich. Was hast du denn wieder gemacht, Mensch? Ja, ich sag, wie hast du das geschafft? Ja, ich blitze immer. Keine Ahnung warum. Ich hab's immer noch nicht rausgefunden. Vielen Dank. Das ist eigentlich nicht die Waffe, die ich bis jetzt immer vermutet habe. Eine Rosine zu vergeben. Rosinen? Ich habe auch immer dabei. Nur Rosinen-SMG. Ja. Ist ziemlich rosinig. Ja, die habe ich gerade gekauft, aber für Iridium, die ist noch besser. Okay. Für euch, könnt ihr euch aufteilen. Probier es mal aus, könnt ihr euch aufteilen. Ich nehme den Griff. ich nehme das Magazin. Ihr müsst euch einig werden. Ja. Aufgesammelt hier. Wie die ist. Also wenn du sie nicht brauchst.
könnt ihr mal zum Testen ja mal die hinschmeißen hier. Während ich die andere benutze. Wollen wir mal gucken, welche uns besser gefällt. Ja. Wo hab ich den Scheiß hier, ey? 32 und 30 aufkommen, das kann doch nicht wahr sein. So, was krieg ich? Wer hat was für mich? Noch ein grünes Assault Rifle. Boah. Grün ist das neue Gelb oder was? Ja. Oh, es ist ja oben für eine fette Kiste. Fette Kiste? Was? Oh, ist schon leer. Ja. Aber es gibt einen Ort zu entdecken. Ausgucke des Generals. Nein. Punkte. Ja, hat man tatsächlich ein bisschen Übersicht. Aber jetzt auch nicht übermäßig. Generäle, sagt er da? Vergiss das Springen hier nicht. Das Gejammer wieder groß ist. Wo denn? Doppelt gut gemacht. Mein Jammer ist nicht mehr weit. Wie meine Professoren zu sagen pflegten, du machst Fortschritte und jetzt leg den Schneidbrenner weg. Wie ist denn eigentlich? Wollen wir mal eine Pause machen? Oder? Ja, lass uns hier mal ein kleines Päuschen machen. Mit der Aussicht hier vom General. Ich soll da hinten, aber... Ja, trotzdem. Geht, ne? Man sich schon mal antun. Ja. Na ja, gut. Ja. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. So sieht's aus. Bis gleich. Baum da lassen. Nieren, falls ihr es noch nicht habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ciao.